Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon. Wir spielen das DLC mit dabei, so wie in der letzten Folge, Kuru, Lorenz, Letni, Aaron und Ali. Hallo an euch. Hallo. Moin, moin. Hallo. Das war der So, für euch jetzt wahrscheinlich ungefähr eine halbe Stunde, Stunde später nach der anderen Folge. Also wahrscheinlich direkt im Anschluss, wenn ihr gut seid, wenn ihr Zeit habt und Lust habt. Für uns auch eigentlich direkt im Anschluss. Ja, und in der letzten Folge habt ihr ja gehört, Ali hat den Lead bekommen, sprich Ali hat das Auto ausgesucht. Wird uns allerdings gleich verlassen, von daher wundert euch nicht, wenn er gleich nicht mehr dabei ist. Aber nochmal danke, dass du extra hier mitmachst und nochmal das Auto gibst, nur weil ich in der letzten Runde so einen Schmarrn verzapft habe und dir ein Lied gegeben habe. Für die Kontinuität. Und hier habe ich mich voll aufgehängt an der Wand. War nett aus. Ja, über einen Sprung irgendwann voll an die Wand hin. Bam. Ist das ein Offroad-Aufbau? Ja, wieso? Echt? Ja. Hätte sehr mit Straße gerechnet. Nee, ist wirklich ein Offroad-Aufbau. Wenn man sagt, ein Offroad-Aufbau ist das Ding sehr hart. Ja. Eventuell habe ich mich gerade überschlagen. Ich habe nur was geholt. Der ist sehr, sehr hart. Ich weiß aber auch gar nicht, warum der so aussieht, wie er aussieht. Ich kann es euch gar nicht sagen. Also euer sieht ja standardmäßig aus, aber meiner sieht ja nur ein bisschen in Anführungsstrichen raciger aus. Ich weiß gar nicht, wofür der gemacht war. Also für etwas Spezielles hat ich mal aufgebaut gehabt. Weiß nicht mehr für was. Auf jeden Fall kein Dirt oder Offroad. Ich glaube... Doch, war ein Dirt-Rennen, wenn ich mich nicht vertausche. Boah, Bremsen hast du keine eingebaut. Nee. Aber dafür Leistung, muss ich sagen. Also ich finde den echt schnell. Ja. Weil wir fahren hier in A800 immerhin, ne? Ist vernünftig. Erfüllt seinen Zweck. Wir sind gerade vor der KI. Und zwar definitiv deutlich easy. Also Fokus ist okay, außer dass er dich zwischendurch umbringen will. Ja, das ist normal. Das ist Fokus. Oh mein Gott, ich hab einen Unfall gebaut. Ist das schlecht. So. So, ich würde dann ein Lied weitergeben. Ja. Jo. Ich danke auf jeden Fall und ich wünsche noch viel Spaß und den anderen natürlich noch Spaß beim Zuschauen. Jo, tschüss. If you think Grid Reapers events are an adrenaline rush from the ground, you should see them from the helicopter. Try these. Was wäre für den Sandsturm? Was? Jo. Sandsturm? Hey, Spaß. Jo, dann gib mal ein Lied weiter. Ah, hat da. Aaron hat. Aaron, dann überrasch uns mal. Wo geht's hin? Beziehungsweise, du kannst ja einfach starten jetzt. Ja. Oder fahren wir ja hin. Oder setz eine Gruppenroute. Jetzt habe ich mich schon geportet. Ja. Wie Gruppenroute, es wird ja eh immer nur ein Rennteil hin, also. Ja. Wissen wir doch, wo es hingeht. Versuchen in der Zwischenzeit aus dem Sandsturm rauszukommen. Oh. Knapp. Knapp verfehlt. Ja, einfach mal einen hohen LI Range Rover genommen. Außen am Wheelspin. Außen am Wheelspin-Folge war auch für mit dort aufgebaut. Oh Gott. Ich höre gar nichts, der Sandsturm ist so laut. Ja, mit einem weiten Campingplatz gefunden. Ein Wohnmobil kann man nicht umbiegen. Also. Man kann es versuchen. Ja, ich hab's gerade versucht. Nimm mal einen Unimog. Nur ein Benz Racing Truck. Stock Gymkhana. Nochmal Kuru. Das Ding ist Stock, oder? Nö.
Die schon. Also, ja, gut, Getriebe, Reifen. Fertig. Und den Anti-Lag Turbo. Jawoll. Was sind das eigentlich immer für Kuhglocken am Anfang? Das ist eine gute Frage. Ich hab sehr viele Leute auch in echt, ehrlich, das, keine Ahnung. Genau wie diese Töten, die die Leute immer haben. Hohoho, Aaron. Geil. Medium left, then easy left. Medium right, into water. Hard right, easy left. Mein Gott, hat Motor was abgewürgt. Wann kommt die Straße? Was für Straße? Das soll ja Mixed sein. Ja, aus verschiedenen Untergründen. Ja, das gehört auch die Straße. Nee. Es gibt Sand oder Dreck? Und Straße. Oder Wasser. Festival. Boah, das ist auch ein Medium. Der Kuh oder war eine Wand? Ja, ich hab noch versucht, überhaupt nicht. Boah. Ernst, der NPC hat gewonnen. Gutes Auto, Aaron. Was, NPC? NPC hat gewonnen. Nein! Boah, bin ich Vierter. Echt? Der NPC Erster. Was? Wo kommt der her? Achso. Ah, was ist Zeit gefahren? Easy, Hooligan Focus. Hat auch 4 LI mehr, so natürlich gewinnt er dann. Aber mal wieder ist er im Team gefahren. Easy win. Kein Stress. I've scouted new race routes and challenges for us. Now I just need to watch the sky. Aber als nächstes geht's durch die Wüste. Ja, wer bekommt das nächste Sinnlied? Ja, jetzt heißt es erstmal wieder Lied weitergeben. Das sagt Stopp. Stopp. Nee, den kann ich nicht bringen. René kann ich jetzt nicht, kann ich nicht geben. Oh, der Helm sieht aber gut aus. Nehme ich jetzt einfach mal hin. Was ist denn das? Wie lange es wohl dauert, bis man alle Straßen abgefahren hat? Etwas. Nicht allzu lange, glaube ich. Ich kann jetzt schon mal vorwarnen, dass das Auto, das ich hier habe, ist... Ich habe einen festen Baum gefunden! Was? 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 Was hast du gefunden? Einen festen Baum! Merken dir und markieren rot auf der Karte. Okay. Wo startest du? Ja, Sekunde. So, ich fahre einfach in der Wartezeit die Straßen ab. So schon mal als Vorwahl, das ist ein 2-Minuten-Tuning aus diesem Auto. Viel Spaß beim Messen. Findest du denn irgendwie alt deine Tunings? Nee.
Mhm. Ach du. Das ist Kugel. Diese kleine Knutschkugel. Ja. In der Mitte von Klasse A, also relativ normal. Klein und niedlich. Bei dir ist nichts normal. Alle schalten. Natürlich. Nur als Info, die Linie habe ich ausgeschaltet bei den Einzelnen, weil ich sie ausgesucht habe. Ich habe es bei mir auch ausgeschaltet gehabt. Ist das individuell oder ist das bei allen dann gleich? Weil ich hatte das jetzt direkt am Anfang. Ich habe Linie. Hey, wie unfair. Mit meinem Sauber. Interessant, okay, dann zählst du nur für eins selbst. Dann wisst ihr ja, wann ihr bremsen müsst. Ja, das ist auch das in der Linie, oder? Ist doch langweilig. Lorenz, tröste dich dafür, habe ich Checkpoint verpasst. Wie? Du musst doch einfach nur der Linie nachfahren. Wie kannst du da einen Checkpoint verpassen? Indem man nicht auf der Linie fährt. Alter, der Helikopter. Oh Gott. Also mit Gott musst du mich nicht ansprechen, Kuro. Alright. Mit Gott musst du mich noch nicht ansprechen. Nee, nicht du. Alter, wie der Leaderboard aussieht. Ja, interessant. Ja, das hier könnte ja fast ein paar Jahre sein. Hat er gerade wieder einen Podcast? Ja, ich hab. Ah, so aus. Then chicken into jump, maybe. Ich dachte, in der Euphorie, das gesagt hat. Mit Panik, ja. Maybe. Ich hab gedacht, glaube ich, mein Motor gekillt. Oh Gott! Hey Kugel, pass auf, das sind ein paar Bodenwellen. Aber dass man die drei Vatara nicht sieht, finde ich nicht ganz so gut. Ja, weil es ein Zeitrennen ist. Eigentlich wärst du das komplett allein, dass du sozusagen nur deine eigenen Zeiten siehst. Wie das halt bei Rallye ist, sondern alle fahren zum unterschiedlichen Zeitpunkt los. Kann ja sein, dass wir jetzt verlieren, weil ich bin hier hinten. Ich denke, ja, okay, gewinnt man noch. Ja, gerade noch. Die holst du dir wieder, Kuro? Nee, glaub mir, nee. Doch. Ui, mit der Drohne im Schau. Ist das gerade Scooby-Doo? Irgendein Hund, oder? Ja, sieht aus. Renndrache. So, mal schauen, ob's reicht. Team Effort. Ja, doch, gerade schaut's ganz gut aus. Der ist nicht der beste Tuning, was ich jemals gemacht habe. Naja. Ja, knapp, aber hat gereicht, wenn's mich nicht täuscht. Ja, ich bin gleich wieder da. Conditions to make it fair on the other rally teams, but you need even more of a challenge, no? Ja, wem gebe ich das jetzt? Wer hat noch nicht? Im Prinzip bleiben momentan nur Letny und ich über. Also gibt's ihn hier. Nein, René. Er war's dann ever.
Sehr schön. Ah, jetzt. So. Warum? Ich war doch das andere. Egal. Können wir ja bei dir auch mitfahren. Ja, also mal sehen, wie ein komplettes Dirtrennen sich von einem gemischten Dirtrennen unterscheidet. Gar nicht. Ist dann, frage ich mich, zählt dann der Fortschritt, wenn wir das andere Rennen fahren? Ja, klar. Ja, vielleicht. Man weiß es genau, finden wir es heraus. Man munkelt noch drüber. Und liebe Zuschauer, ihr müsst halt bedenken, auch wenn ihr jetzt schon voll die Profis seid, für uns ist es noch der erste Tag. Neues Auto. Imco. Was soll? Seid ihr bereit? Jo. Immer. Ich hab 20 von 32 Straßen schon. 32? 32 Straßen gibt's laut. So wenig? Anzeige, ja. Macht deutlich mehr aus. Ja, weil die halt erheblich länger sind da hier. Und viel mehr Kreuzungen haben. Ja. Lorenz, du musst hier, wenn du gleich Zeit hast, einmal den Stein bohren. Der ist riesig. Da hattest du Letni? Ja. Bei mir kam irgendwie gar nichts. Jetzt. Oh, da war ein Stein. Ein Haus auf dem Berg. Oh. Oh Gott, Buggy. keine gute Erfahrung. Wird schon schief gehen. Wird schon buggy sein. Badum. Was? Benni, der passt schlecht. Hammerhead. Der Ding für das Allrad. Ja, das hat sehr gut. Sieht so aus. Bei immer ein. Ja, aber keine Anti-Deck. Das ist schon das Ziel. Alter, ich denke schon Buggy relativ rutschig. Nee, das geht sogar echt gut. Das lenkt ganz schön aggressiv ein auf jeden Fall. Ist doch gut. Ich finde schon ein bisschen sehr aggressiv. Also ich finde es angenehm. Ja, unterschiedliche Fahrstile können unterschiedliche Tunings verursachen. Ja. Alter, und die Bombs sind überhaupt nicht gefährlich. Ui, hier ist eine Bande. And chicken. Ich hab keine Chicken gesehen. Oh. Ui, Junge. Der Sprung ist böse. Ja. Oh Gott. Ich hab mich gebremst. Er sagt gerade Surface changed to sand. Also haben wir doch auch wieder Mixed Dingens, oder? So. Ja, aber immer noch. Yo, wie abhebt im Ziel.
Gilt für die Götter. Bin schief durchs Ziel geflogen. Also im Driftkurs. Sehr schön. Ich muss sagen, dafür, dass es ein Buggy war, geht er echt gut. So, der andere. Ja. Und schlechtere dran. Buggys gehabt. Ja, dann geht mal her. Ah, ich habe schon den Lead. So, was muss ich denn jetzt nehmen? Kann jetzt irgendwas von unseren Rennen hier nehmen, ne? Nimm halt, wenn es mal noch neu dran steht. Ja, ja, klar. Es sollte nur noch nur eins sein, weil es wird immer ein neues Rennen freigeschaltet. Ne, ich habe zwei. Zwei? Ach, das eine ist eine Driftzone. Das ist auch eine Driftzone. Ein Profi. Ah. Ich mach mal die Driftzone jetzt. Also, ja, das Ding ist, die kann man halt nicht machen, weil das eine andere Dinge hat. Und Rennen, ja, laden wir gemeinsam rein. Driftzone gerade. Ein Rennen ist frei. Wo? Müsste nördlich sein, wenn es mich nicht täuscht. Driftzone, ja, hier im Norden. Valle de Pusas. Dies große. Horizon Tour? Links davon. Ist ein Rennen. Ist eine Driftzone. Da ist auch ein Rennen. Irgendwie irgendwas ausgemacht? Nee. Und musst du doch mir den Lied geben. Willst du denn was mir angezeigt hat? Ich hab hier was mit. Bin ich jetzt. Ja, das nächste ich... müsste relativ in der Mitte sein. Valle de Pusas. Genau. Was, relativ in der Mitte? Wenn ich auf... Leicht, da, wo wir gerade stehen. Einfach ein bisschen nach unten. Kleines bisschen nur. Okay, das ist okay. Ich guck gerade, das ist nicht in der Mitte. Ja, hab ich nicht. Dann musst du schon ein Lied abgeben. Ja, dann gebe ich dir den Lied, weil... Ich hab das nicht. In dieser Folge habe ich noch kein Auto ausgewählt. Stell dich mal bitte erstmal dahin, wo du. Ja, ich stehe das schon Rennen da. Bei dir ist. Eine Straße weiter gefühlt. Jetzt die Lumos hält ja noch nicht mal gerade. Guck mal, hier seid oder was? Ja. Ja, da ist bei mir nichts. Ja, da ist bei mir ein Rennen. Bei mir ist da kein Rennen. Wirklich nicht. Guck mich mal zu euch hin. Vielleicht für dir ein warte mal, was für Rang hast du denn in der Teamwertung? Weil wir wahrscheinlich, das gemeinsam weil ich gemacht. Schlechter abgeschnitten habe. Oder wir haben zum Beispiel ein Foto gemacht vom okay, Audi. Foto habe ich nicht gemacht. Foto vom Audi Nummer 2 Sportquattro. Von dem irgendwo ein Foto machen? Ja, oder ja. Was? Ja gut, wenn ihr das schon gemacht habt, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich hab mich gerade überschlagen. Dann wird's daran liegen. Wie viele Punkte hast du denn? Wo sehe ich denn das? Eben, Pausen, wenn du dahin gehst. Es gibt 100 Punkte und ich bin gerade 50 Punkte gerade über der Stufe, zur Stufe 16. Hey. Jetzt habe ich hier auch einen. Ich habe 1-9 Autos gerade hier, sehr interessant. Okay, kannst du mir den Lied wiedergeben, Lorenz? Nein, wir fahren jetzt mal ein Auto. Nein, jetzt bin ich ausgerutscht. auf der Maus ausgerutscht. Manchmal sind es die Kleinigkeiten. Ich habe das halt vorher, habe ich nicht gesehen vorher. Ding hat ein V8. Das ist geil.
Kurb, ne? Ja. Ja. So, startet. Autsch. Auto kommt noch aus Zeiten, wo mein Logo noch grün war. Und bitte, Spiel ist abgestürzt. Aber bei mir auch. Bei mir nicht. Zu. Dann gibt's bei mir jetzt einen kurzen Cut, ja tatsächlich. Ja, dann gibt's einen kurzen Cut und wir sehen uns nach dem Cut wieder. 5, 4, 3, 2, 1, go! Kein Augenblick später sind wir schon wieder da. Da geht's schon weiter. Als wäre nichts gewesen, zumindest für euch. Und man kann es vielleicht an der Stelle tatsächlich erwähnen, nicht nur für euch war es schnell, auch bei uns ging es erstaunlich schnell weiter. Wieso nimmst du ein normales Rennen, wenn wir so schönes Zeitfahren haben? Weil die Idioten nicht... Weil jemand es nicht starten konnte, wollte. Ja, die in der Auswahl. Ja, vor allem damit so riesigen Autos, so kleinen Mini-Strecken. Aua. Sorry. Wer das wohl nur wieder war. Aha. Lorenz. Könntest du dir da jemanden vorstellen, René, der sowas machen würde? Nee. Ich auch nicht. Ja, Lorenz. Ja, cool, du schiebst genauso rum, die Autos sind einfach zu groß. Aber der ist wenigstens mal auf Offroad. Ja, schon. Pauschal nebenbei gefragt, was aber sagt ihr zu dem Tuning? Nicht gut. Ich muss jetzt halt, jetzt haben gibt's die Ansagen nicht mehr und wird die Linie bei mir. Ja, weil das Rennen eingestellt ist. Es ist ein normales Rennen. Ah, und das ist wirklich nur bei den Zeitfahren. Nicht, okay. Ja, bei den Ready-Modus. Langweilig, wenn jemand, der mir ansagt, wie ich fahren muss, sondern wie die Linie, die immer korrekt ist und easy zu befolgen ist. Vor allem so enge Kurven in dem fetten Ding. Und dann noch nicht mein Anti-Deck. Mecker, 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 mecker. Ich höre nur Mimimi. Immer diese extra Herausforderungen. Aber driften kann er. Ja, da. Jetzt frage ich mich halt schon so ein bisschen, schalten wir jetzt gleich das nächste Rennen frei? Bisher war es so, dass wir ziemlich genau nach ihm rennen. Ein neues Event auch hatten? Oder müssen wir jetzt noch was anderes machen zwischendrin? Ja, könnte sein, dass wir jetzt driften müssen. Oh no! Wer hat da jetzt gehängt? Gut, dass ich meine Driftzone schon fast alle habe. Ja, Driftzone. So. Ah, das ist ein neues Rennen. Haben wir jetzt ein neues Rennen? Ja. Oder haben wir keins? Ich hab eins. Ja, weil du deine Drift schon so gemacht hast. Wir müssen noch ein Level nach oben. Ich habe nämlich noch keins. Aber ich würde sagen, dann gebe ich einfach Aaron den Lead. Aber Aaron hatte doch schon ein Auto. Ja, wir haben jetzt eigentlich schon einmal eins. Ich hatte in dieser Folge noch keins. Okay, hast du eine neue Strecke? Nein. Ich kann eine Driftzone machen. Dann lass kurz einfach die Driftzone machen. Weil die Driftzone hier... Einmal die Driftzone im Norden, Letni. Eine andere Drift. Der darf sein machen. Wer hast du bei dir Drift, auch Driftzone?
Oder Blitzer oder irgendwas in die Richtung. Warnschilder. Ein Rennen. Dann können wir doch aber sagen. Gefahrenschilder hast du auch, oder nicht? Gefahrenschilder, ja. Mach du doch schnell ein Gefahrenschild. Wobei bei Letny ist ja eh egal, rein theoretisch. Wobei ich habe noch ein Rennen. Ja, Letny kann ja nicht so leveln wie wir. Der kriegt ja keine Fortschrittspunkte. Doch, die müsst ihr auch kriegen. Er hat nur die Dings noch nicht freigeschaltet. New PB. 3 Sterne, check. Und neues Rennen freigeschaltet. Ja, ich auch. Man gebe mir den Lead. Ich bin jetzt erst angekommen. Dann drifte schneller. Bin ja schon am Driften. So, Blitzerzone 3 fertig. Die ist fertig. Ich hab nur noch die eine. Mal. In Stars vom Driftzonen Palmforest fertig. Fahren. Wie viele Punkte hattest du, Lorenz? Wie viele Punkte hattest du? Knapp 70.000. Okay. Hart für 3. 73.000 für 3 Sterne. 91. So, aber damit gebe ich den Lead weiter an Lorenz. Der hat nämlich in diesem Rennen noch kein Folge. Auto ausgesucht. In diesem Rennen. In dieser Folge. Hab doch Nachsicht mit mir. Ich habe jetzt ein anderes Auto noch gesehen, aber nee, ich glaube. Nicht runterfallen. Wer es ist wieder ein Zifferjahrfrau. Nein, nein, die soll nicht. Ob er sich besser fährt, werden wir herausfinden. Achso, nein. Definitiv nein. Oh, bitte lass mich nicht noch fertig. Oh! In der letzten Sekunde. So. Leute, ich kann das nächste Team freischalten. Yes. Ja, dann mal schauen, wie ihr mit dem Auto zurechtkommt. Nee, jetzt ist Forza bei mir abgestürzt. Okay, nächster Cut. Dann nächster Versuch. Nein, nicht nächster Versuch, sondern nächster Start. Also, das klappt jetzt, Lorenz. Alle guten Dinge sind 3. Genau. Irgendwem abgestürzt. Noch nicht. Noch nicht. Oh. Ich würde aber mal warten bis nach dem Ladebildschirm. Oh, jetzt sieht es gut aus. Ja, und falls sich ein Zuschauer fragt, was wir da meinen, ganz eventuell hat, ihr habt es ja mitbekommen, nochmal einen Cut gegeben und ganz eventuell hat es diesmal bei uns nicht ganz so schnell funktioniert, weil als dann wieder alle drinnen waren, hat es gleich wieder beim nächsten Absturz gegeben und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt im Rennen. Dann geht's gleich los. Leute, es tut mir leid für dieses Auto. Aber man soll ja eine Folge immer mit dem Höhepunkt abschließen. Und was man vorher schon gesagt hat, dass hier Rasen, Straßen, also Asphalt dabei ist. Und da geht er für einen Rallye-Aufbau relativ gut. Ist halt vielleicht ein bisschen schnell. Der erste Gang ist vielleicht ein bisschen lang. Braucht aber auch, sonst hat er nur durchdrehende Reifen mit Allrad. Medium right. Zumindest kenne ich die Bremspunkte. Medium left. Easy left, followed by bridge. Medium left, then hard right. War tatsächlich eines meiner früheren Aufbauten. Ja, hat sich gerade, na, ich finde, hat sich gerade geweitet, dass er ein bisschen untersteuernd ist, aber gerade auf der Straße. Und halt auf dem Dirt ziemlich ähnlich sich verhält. Entsprechend cool ist das. Von der Politik gefallen. Das Auto. So, ich sag's einfach, das Auto ist nicht gut. Doch, ist das. Doch, ist das. Finde ich schon. Jeder Baby, da kommt das auf eine Kurve.
Und damit ist klar, wer das nächste Auto stellt. Kuro. Und wenn der baut sich eine Isetta auf S1 auf und die muss schneller sein als der BMW. Ja, das wäre kein Problem. Okay. Ich weiß schon mal, was ich nicht freiwillig fahren werde. Max Renault Kuro Anführer ist. Ja gut, es war eigentlich nur Straße, oder? Ja. Ach toll. Wer kennt sie? Nicht den gemischten Untergrund, nur Asphalt. Aber wer nächstes Mal Anführer ist oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Guckt auf jeden Fall in die anderen Sichten und damit sage ich erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.